Gesichert rechtsextrem, das ist die AfD nach Überzeugung des Verfassungsschutzes in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausgestellt vom Verfassungsschutz. Und dass die AfD in Teilen radikale Pläne verfolgt und rassistische Ansichten pflegt, ist kein Geheimnis. Aber die neuesten Enthüllungen der vergangenen Tage über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Rechtsradikalen, die haben dann doch bei vielen Bürgern etwas ausgelöst. Am Wochenende gingen Tausende auf die Straße, auch gestern Abend wieder in Essen. Stopp die AfD. Ein Slogan, auf den sich hier alle einigen können. Viele sind schockiert über das, was das Recherchezentrum Korrektiv, auch mit Sitz in Essen, vergangene Woche ans Licht brachte. Umsturzfantasien von AfD-Funktionären und anderen Radikalen. Wenn Sie drüber reden, Menschen in unserem Land die Staatsbürgerschaft wegzunehmen, Menschen zu deportieren, wir können uns nicht auseinandertreiben lassen von Nazis. Das passiert nicht. Die AfD habe einmal mehr ihr faschistisches Gesicht gezeigt, findet Ulla. Es sei an der Zeit aufzustehen, sagt sie. Die Korrektivrecherche war jetzt noch mal der letzte Funke vielleicht, der noch mal ganz vielen Leuten gezeigt hat, jetzt gibt es keinen Grund mehr für mich, zu Hause auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Jetzt muss ich raus. Raus auf die Straße, Flagge zeigen. Es sind nicht nur etablierte Bündnisse wie die Omas gegen Rechts in Essen unterwegs, auch Familien mit Kindern, viele junge Menschen. Ich bin mit meiner Familie hierher gekommen, ich bin mit ganz vielen Freunden hierher gekommen, wir sind mit Arbeitskollegen hierher gekommen. Und man merkt einfach, dass mittlerweile auch eine gewisse Aufbruchsstimmung kommt. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen, wir haben da keine Lust mehr drauf und so kann es auch nicht weitergehen. Sie demonstrieren gegen Hass und Hetze und einige fordern die Politik zum Handeln auf. Bitter nötig ist ein AfD-Verbot und das ist entgegen der Meinung von Herrn Merz machbar. Mit 500 Teilnehmenden hatten die Organisatoren in Essen gerechnet. Gekommen sind fast 7000. Das aber könne nur ein erstes Zeichen sein, findet Jonathan Liebers. Wir haben ja eine super schöne bürgerliche Mitte abgebildet und ich würde mir sehr wünschen, dass noch mehr Menschen auf die Straße kommen beim nächsten Termin. Für heute und die nächsten Tage sind weitere Demos angekündigt. Unter anderem in Köln, Frankfurt, München.